Kannst du mir gleich noch helfen, mich auf meinen neuen Job vorzubereiten? Ja, klar. Wenn du mir sagst, wie, soll ich dich die Bedienungsanleitung für die Telefonanlage abfragen? Tja, ganz ehrlich, ich habe gedacht, ich springe da für ein paar Wochen rein und übernehme die Krankheitsvertretung. Aber das ist schon eine Wissenschaft für sich. Ach komm, dieser Empfang ist doch auch so eine Art Bühne. Und damit kennst du dich doch aus. Ja, gib mir ein Notenblatt und ich weiß, was zu tun ist, aber das... Du bist Designerin, meine Mutter ist die Personalchefin und ich... Ich bin die Empfangsdame, die wahrscheinlich noch nicht mal mit dem Headset richtig umgehen kann. Du schaffst das, das weiß ich. Ah, Rebecca! Du, die Jungs vom Marketing hatten abgefahrene Ideen, wie wir die Pelzkollektion in Riga promoten können. Alles abgeschmettert von unserem blonden Gift. Hm. Jetzt nichts, wir müssen ja selbst dran, sonst stehen wir am Ende nämlich ohne was da. Jetzt? Ja, eigentlich vorgestern. Wenn du mich was abfragen sollst, dann muss ich erst mal was auswendig lernen. Ist das wirklich okay? Ja. Okay, bis später. Bis später. Na dann. Okay. Nee. Auch nicht. Na, mein Schatz? Und wie viele Kleidungsstücke hast du dir für deinen ersten Arbeitstag zurechtgelegt? Ich habe überhaupt nichts anzuziehen. Das ist nicht witzig. Im Ernst, wenn der Rock zu kurz ist, dann heißt es doch nur, die Ex-Bühnenschlampe sucht nach Aufmerksamkeit. Und wenn es aber zu hoch geschlossen ist, dann denkt man, ich verstecke mich. Oder noch schlimmer, der Job wäre mir peinlich. Weißt du was? Du machst dir viel zu viel Gedanken. Was zieht man denn an, wenn man seriös wirken will und trotzdem keine Ahnung hat, was man macht? Hör auf den Rat einer guten Mutter. Das Wichtigste ist ein anständiges Dekolleté. So bist du also an den Job als Personalchefin gekommen. Auf der Bühne, da kenne ich mich aus, aber ich habe noch nie einen normalen Job gemacht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Schatz, niemand erwartet von dir, dass du gleich am ersten Tag perfekt bist. Außer du selbst. Also setz dich nicht gleich schon wieder so unter Druck, hörst du? Und zieh das an, worin du dich am sichersten fühlst. Glaub mir, das ist am ersten Tag das Wichtigste. Okay. Ich weiß, du machst das schon. Also, schlaf jetzt schön. Schön. Gute Nacht. Ich soll mich also sicher fühlen. Hm. Hey, das ist genial, Rebecca. Du bist genial. Ja, da verraten wir etwas über Farbe und Schnitt. Aber nicht über die Materialkombi mit Pelz. Das bleibt Faktor X. Genau. Das heißt Leder plus Aprikot, Kaschmir plus Aubergine. Ey, was bimmelt hier eigentlich die ganze Zeit? Und dann die Offenbarung. Eine Lederjacke mit Pelzkragen in Aprikot. Mhm. Weißt du, ich will, dass die Leute am Laufsteg sitzen. Unser erstes Model geht raus und... Oh, was ist das denn? Ach, scheiße, ist das ein Feueralarm oder was? Ich weiß nicht, das klingt eher wie so eine Rückkopplung. Oh, das ist ja überall. Scheiße. Oh. Was machst du denn hier? Du, ich wollte einfach nur zwei Apparate miteinander verbinden. Ich wollte mich mit der Telefonanlage vertraut machen. Offensichtlich habe ich da irgendwas falsch gemacht. Oh. Ey, Marlene, wir haben hier wirklich nur zusammengearbeitet. Rebecca kann dir sogar zeigen, was wir alles geschafft haben. Ja, danke. Das ist aber nicht nötig. Ich finde, wir sollten uns alle wie erwachsene Menschen verhalten. Ich meine, ist doch wohl klar, warum du hier mitten in der Nacht herkommst. Bestimmt nicht, um an der Telefonanlage rumzuspielen. Traust du deiner Freundin echt zu, dass sie hier mit mir rummacht? Das finde ich echt krass. Du denkst, ich bin eifersüchtig. Auf dich. Tja, keine Ahnung, was ich glauben soll. Ich merke nur, dass ich hier von allen Seiten angefeindet werde und ich weiß gar nicht, warum. Du glaubst es doch nicht etwa auch. Ich will nur damit sagen, dass ich Alexas Verhalten nachvollziehen kann. Du hast mir doch selbst gesagt, dass Bella ihr heute eine gescheuert hat. Ja, aber doch völlig zu Recht. Ich habe genau beobachtet, wie Tristan und Alexa auf der Hochzeit über alles und jeden abgelästert haben. Hast du das gehört oder hast du das beobachtet? Ja, ich hab's beobachtet.
Oh, Rebecca, was willst du eigentlich? Tristan war mit Alexa im Bett. Ja, dann ist das eher Tristan und Bellas Problem und nicht Alexas. Warum musst du sie eigentlich immer verteidigen? Wenn du ohne jeden Grund auf ihr rumhackst. Ohne jeden, diese Zicke hat mich gerade als eifersüchtige Furie hingestellt. Marlene, ich find's auch ein bisschen komisch, dass du hier auf einmal auftauchst. Ich wollte mich mit der Telefonanlage vertraut machen. Mitten in der Nacht? Ja, verdammt. Mitten in der Nacht, damit ich's morgen drauf hab. Genauso wie du mitten in der Nacht mit dieser Alexa hier arbeiten musst. Was soll hier schon wieder dieser Unterton? Nein, kein Unterton und auch kein Oberton. Am Ende wirfst du mir noch vor, dass ich diese Rückkopplung absichtlich verursacht habe, um euch zu stören. Nein, du denkst jetzt nicht ernsthaft drüber nach, oder? Marlene, wenn du mich selbst auf die Idee bringst. Ach, Rebecca, über was reden wir hier eigentlich? Komm, lass uns nach Hause fahren und das da ausdiskutieren. Nein, ich muss hier weiterarbeiten. Du auf einmal nicht mehr? Nein, ich möchte unser Sensibelchen nicht weiterhin mit meiner Anwesenheit belasten. Marlene, das ist doch... Ich hoffe, ihr habt euch jetzt nicht meinetwegen gestritten. Das ist doch alles scheiße. Mann. Du bist ja noch wach. Sind wir fertig geworden? Ja, mussten wir irgendwie. Aber die Mappe ist ganz schön geworden für die kurze Zeit. Jetzt muss unsere Druckerei noch eine Frühschicht einlegen, damit ich das Zeug noch bekomme vor dem Flieger nach Riga. Hör mal, Rebecca. Wegen vorhin. Ist okay. Ich bin nicht mehr sauer. Aber ich... Okay, Marlene, ich glaube dir, dass du nur wegen der Telefonanlage bei LCL warst. Als Alexa den Verdacht hatte, da hast du nicht widersprochen. Marlene, ich hab dir gesagt, dass ich dir glaube. Was erwartest du denn jetzt noch von mir? Etwas mehr Loyalität! Warum hast du überhaupt ein Okay gegeben, dass ich weiterhin mit Alexa arbeite, wenn es dir so gegen den Strich geht? Ja, wie denn? Hätte ich es dir verbieten sollen? Könntest du ja auch mal von selber drauf kommen, dass das eine ziemlich linke Bazille ist. Ach komm, Marlene, du konntest sie von Anfang an nicht leiden. Schon damals in der Küche, als wir was getrunken haben. Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Ihr habt euch wunderbar über Mode unterhalten und ich wäre beinahe eingepennt. Und du hast ganz schöne Stielaugen bekommen, weil sie ja unbedingt Venus im Pelz spielen musste. Ach komm, Marlene, das Thema hatten wir auch schon. Und da hast du selbst gesagt, dass deine Eifersucht total absurd ist. Also ich muss morgen früh raus. Ich glaube, du auch. Gute Nacht. Hast du da geschlafen? Oh, ja, ich. Und irgendwie muss ich eingepennt sein. Marlene, wegen gestern. Sieht so aus, als hätte ich jetzt Zeit, darüber zu diskutieren. Warum rufst du nicht einfach an, dass du später kommst? Aber doch nicht an meinem ersten Tag. Okay, nicht nervös werden. Hier gab es doch sowas wie einen Speicher. Ja. Ich brauche die Tickets für Frau von Lahnstein und mich. Flieger? Riga Fashion Day. Sag das doch, die müssen hier irgendwo ja sein. Sag mal, willst du nicht lieber online gucken oder hast du schon ausgedruckt? Ach so, nee, weil, weißt du, der Computer ist gerade abgestürzt, deswegen... Okay, ich mach's selber. Könntest du vielleicht noch helfen, Rechner? Sehe ich irgendwie wie so ein EDV-Techniker aus oder trage ich einen Blaumann? Ich gebe dir maximal eine Woche. Ja, was ist denn das für ein vertrautes Gesicht? Was tust du hier? Ich vertrete Frau Konrad am Empfang. Viktoria betreibt Vetternwirtschaft. Sieh an. Da redet ja genau der Richtige. Wie ist Kim noch mal an den Job als Designassistentin gekommen? Hauptsache, du gibst hier nicht das frustrierte Ex-Musical-Sternchen, sondern lächelst. Wie sie es für ein Aushängeschild gehört. Jetzt hör mir mal zu. Ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Mein Computer ist gerade abgestürzt. Und eure scheiß Flugtickets kann ich auch nicht ausdrucken. Wenn du also willst, dass ich lächle, dann sorg dafür, dass ich hier nicht gestört werde. Vielen Dank. Sehr gern. Alles klar, ich notiere das. Und Frau von Lahnstein wird sie dann umgehend zurückrufen. Ja, wunderbar, herzlichen Dank. Auf Wiederhören. Tschüss. Die Post für die Nähabteilung.
Du bist neu hier, hm? Ja. Erster Tag. Bitte schön. Na dann, viel Glück. Danke. Du bist doch Lily Rose. Marlene von Lahnstein. Hi. Ich bin Eva Baumann, Büglerin hier. Hi. Und ein Riesenfan. Ich habe das von deiner Stimmbandentzündung gelesen. Tut mir wirklich leid. Reden kann ich ja noch. Na ja, wenn die Karriere von heute auf morgen einfach so beendet ist. Also, ich find's auf jeden Fall sehr mutig, dass du einfach so von ganz vorne anfängst. Naja, um ehrlich zu sein, es ist ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser. Und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich darin schwimmen kann und überhaupt will. LCL-Empfang Marlene von Lahnstein. Ich hatte auch immer diesen einen Traum. Ja, bei mir war es Kostümbildnerin an der Oper. Wow. Ich hab's nie wirklich versucht. Warum nicht? Es hatte private Gründe. Und ich brauchte ganz dringend was, um direkt Geld zu verdienen. Und naja, bisher brauche ich noch kein Diplom, um hier als Büglerin zu arbeiten. Aber ich weiß nicht, ich habe noch so ein paar Kontakte. Sagt dir Otis Miller was? Klar. Ich habe sogar noch ein Bildband mit seinen schönsten Bühnenkostümen zu Hause. Cool, ich rufe ihn an und ihr trefft euch, ja? Du, das ist total lieb von dir. Vor 2 Jahren hätte ich das garantiert auch noch angenommen. Aber? Aber der Zug ist abgefahren. Aber vielen Dank. Gern. Hey, wenn du deine Meinung änderst, sag Bescheid. Klar. Du, dein Typ wird verlangt. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss. Den hey. Soll ich hier abgeben. Ja, für wen? Keine Ahnung. Eine Unterschrift? Ja. Sekunde. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Wenn du hochguckst, siehst du einen Dummkopf. Ich hätte gestern Abend bei dir sein sollen, statt zu arbeiten. Ich habe einfach nicht kapiert, dass dir der Job hier so wichtig ist und dass du dir so einen Stress machst. Stattdessen habe ich rumgezickt und dir nicht mal zugehört. Ich war echt blöd. Tut mir leid. Versprochen. Nach Riga wird alles besser. Also dieses dezente Make-up ist wirklich sehr sexy. So leicht kommst du mir nicht davon. Hey. 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 Ich will den ganzen Abend Candlelight Dinner, mein Lieblingsfilm und eine Nackenmassage. Okay. Und wie ist der Job so? Langsam wird's.